Es ist November 81 und es ist gerade ein Jahr her, seit wir dieses für uns so faszinierende Land zum ersten Mal besuchten. Die Begeisterung für dieses Land ist nicht für jeden nachvollziehbar und setzt Interesse an fremden Ländern und ihren Menschen sowie Bereitschaft und Anerkennung von Leistungen auch anderer politischer Systeme voraus. Also keine Reise für Leute, die bereits beim Anblick eines roten Sterns ausflippen. Man muss schon viel von der Welt, besonders die sozialen Verhältnisse anderer Entwicklungsländer gesehen haben und die leidvolle Geschichte des chinesischen Volkes während der letzten Jahrhunderte kennen, um zu begreifen, was hier zur Verbesserung der Lebensbedingungen der mittlerweile auf fast 1 Milliarde Menschen angewachsene Bevölkerung seit der Revolution geleistet wurde. Klein ist diesmal unsere Reisegruppe. Wir sind nur 8 Personen, immer betreut von einem chinesischen Dolmetscher und haben uns vorgenommen, viel Kontakt mit der Bevölkerung zu suchen. Wir haben die Chinesen als selbstbewusste, höfliche, bescheidene und zufriedene Menschen kennengelernt. Nirgendwo Bettler oder zerlumpte Gestalten gesehen. Peking Hauptbahnhof. Mit dem Zug fahren wir nach Nankou zur Großen Mauer. Ein Erlebnis, das wir uns auch diesmal nicht entgehen lassen wollen. Die Fahrt dauert etwa 2,5 Stunden. Die Große Mauer ist nicht nur für uns Touristen, sondern auch für die Chinesen eine Attraktion. Mit ihrer Fotografierleidenschaft scheinen sie sogar den Japanern den Rang abgelaufen zu haben. Man kann die Mauer in 2 Richtungen begehen, da wegen der Kürze des Aufenthalts das Begehen nur in einer Richtung möglich ist,
wählen wir diesmal die von Besuchern weniger benutzte Strecke. Sie ist etwas steiler, dafür gibt es hier kein Gedränge. Nächste Etappe unserer Reise ist Hangzhou in der Provinz Zhejiang. Hangzhou liegt etwa 1200 Kilometer südlich von Peking. Hier ist es zwar wärmer als im Norden, aber es regnet häufiger. So auch während unseres Aufenthalts. Ganz allmählich macht sich ein bescheidener Wohlstand breit. Das Angebot an Konsumgütern beginnt reichlicher zu werden. Doch wegen des geringeren Einkommens beschränkt sich das Interesse mehr auf das Schauen als auf das Kaufen. Käuferschlangen vor Lebensmittelgeschäften findet man nur noch bei den billigen, vom Staat subventionierten Waren, welche aber meist in ausreichender Menge vorhanden sind. Darüber hinaus kann sich die Bevölkerung auf den seit einiger Zeit zugelassenen freien Märkten versorgen, auf denen die Bauern einen Teil ihrer Produktion frei, das heißt natürlich auch teurer, verkaufen. Thank you.
Hangzhou ist eines der Zentren für Seidenraubenzucht. Beim Besuch in einer Seidenspinnerei und Weberei wird uns der Arbeitsablauf vom Sortieren der Kokos bis zum fertigen Seidenstoff gezeigt. Natürlich bleibt nach einem solchen Rundgang der wohl auch beabsichtigte Kaufeffekt nicht aus. Hier sind wir Damen in unserem Element und da die Qual der Wahl länger dauert als die ganze Werksbesichtigung, nimmt Bert inzwischen seine sattsam bekannte Langeweiler-Pose ein. Ganz anders dann beim Essen, da ist er wieder voll dabei. Die berühmte Kochkunst der Chinesen macht erst in China ihrem Ruf wahre Ehre. Man beginnt das Mahl mit bekannten Vorspeisen wie Krabbenfleisch, Hühnersalaten, eingelegten Eiern. Nachdem die Reisschalen gefüllt sind, isst man Huhn mit Mandeln, Ingwer oder Paprika. Dann sollte man von den köstlichen Fischspeisen genießen, geschmort, süß-sauer, ganz berühmt der Mandarinfisch, in Honig gebacken. Köstliche Rind- und Schweinefleischgerichte wie Beefsteak in Austernsoße, haschiertes Schweinefleisch mit Glasnudeln, süß-sauer mit Bambus und Erdnussbutter. Dazu eine große Anzahl von Gemüsen, etwa in der Mitte des Mahls werden oftmals süße Speisen aufgetragen, süßes Walnussmus oder Apfelsinensuppe. So ein Menü, wie es dem ausländischen Besucher zweimal täglich gereicht wird und das aus mindestens 8 Gängen besteht, leistet sich auch der Durchschnittschinese, allerdings nur bei besonderen Feierlichkeiten. Es stimmt nicht, dass der Ausländer in China auf Schritt und Tritt bewacht wird. Wenn man wie wir will, kann man stundenlang allein durch die Straßen laufen, auch ohne Dolmetscher. Allerdings beschränkt sich dann die Unterhaltung meist auf Mimik und Gestik, manchmal auch unterstützt durch ein bisschen Englisch. Nirgendwo Schwierigkeiten beim Filmen oder Fotografieren. Ein freundlich fragender Blick, ob man dieses oder jenes oder sie selbst filmen dürfe, wird meist mit einem noch freundlicheren Kopfnicken beantwortet. Welch ein Charme, welch eine Herzlichkeit. Wir nehmen Abschied von Hangzhou
und sind am nächsten Tag in Shanghai. Auch hier ist das Wetter schlecht und Bert ist nicht bester Laune, weil er immer mit offener Blende filmen muss. Trotzdem starten wir zur Rundfahrt durch den Shanghaier Hafen, den größten Hafen Chinas. Wie viele Geschichten von Abenteuern, wie viele Träume von fremden Ländern und Menschen verbinden sich mit unserer Vorstellung vom Hafen von Shanghai. Die Altstadt ist durchzogen von einem Gewirr enger Gassen, in denen sich der Besucher schlecht zurechtfindet. Wer sich in Chinas Städten selbstständig machen will, für den ist es unerlässlich, einen Zettel mit dem Namen des Hotels in chinesischen Schriftzeichen in der Tasche zu tragen. Trotzdem kann es ihm passieren, so wie es uns beim Vorzeichen des Zettels geschehen ist, dass er, umringt von einer Menschenmenge, von jedem in eine andere Richtung geschickt wird, was uns einen langen Marsch bescherte. Besuch in einer der Teppichknüpfereien Shanghais, in denen die berühmten chinesischen Teppiche hergestellt werden. Über eine Lautsprecheranlage werden den Mitarbeitern dieses Betriebs ständig Nachrichten, Musik und Parolen übermittelt, die, wie man uns erklärt, das Bewusstsein stärken und die Leistung steigern sollen. Diese Art der Motivierung haben wir in China häufig festgestellt. Dennoch geht alles sehr gelassen vor sich. Was uns während unserer beiden Reisen durch die Volksrepublik immer wieder auffiel, keine Hektik oder Stress. Die meisten Menschen machen einen ausgeglichenen, zufriedenen Eindruck. Hier
Kindergarten, der ganze Stolz der Chinesen. Und für den Besucher immer wieder eine Freude. Und abends dann ins Varieté. Hier wird die weltberühmte chinesische Varieté-Kunst in Vollendung geboten. Kurz, aber hochinteressant war der Aufenthalt in Shanghai, der größten Stadt der Welt, mit seinen 14 Millionen Einwohnern. Wir sind wieder auf Achse, unterwegs in die Provinz Jiangxi. In Nanking scheint endlich wieder die Sonne. Gleich sieht alles viel freundlicher aus und Bert ist bester Laune wegen der größeren Tiefenschärfe. Er kann sich jetzt wieder zwischen Blende 5, 6 und 8 bewegen. Zwei der größten Sehenswürdigkeiten in Nanking werden wir besuchen. Das Mausoleum von Sun Yat-sen, dem Begründer der Chinesischen Republik von 1912, dessen Leichnam von Peking, wo er zuerst beigesetzt war, hierher zur endgültigen letzten Ruhe gebracht wurde, und die große Brücke von Nanking, die in einer Länge von 6,5 Kilometern den Yangtze-Kiang überspannt.
Auch unser Wunsch, einen chinesischen Film zu sehen, wird erfüllt. Es war sehr lustig. Wir haben zwar nichts verstanden, aber die Chinesen haben dauernd gelacht. Leibeserziehung wird in China großgeschrieben und so können wir auch hier schon beim ersten Morgengrauen alt und jung beim traditionellen Tai Chi oder sonstigen sportlichen Betätigungen beobachten. Selbst die Schulpausen werden nach dem Motto genutzt, dass nur in einem gesunden Körper ein gesunder Geist wohnt. China, reich an Sprichwörtern, nimmt auch dieses für sich in Anspruch. Die letzten Tage unseres Aufenthalts in der Volksrepublik verbringen wir wieder in der Hauptstadt. Fast 1 Milliarde Menschen, das muss man einmal hautnah erlebt haben, um die Probleme dieses Landes zu begreifen. Was uns dabei immer wieder erstaunt hat, ist die ruhige Selbstverständlichkeit und Gelassenheit, mit der man sich gegenseitig erträgt. Spätestens hier wird es verständlich, dass die Regierung fordert, sich mit nur einem Kind zu begnügen. Der wöchentliche freie Arbeitstag wird auf die einzelnen Wochentage verteilt. Sonst wäre in den engen Straßen der Innenstädte überhaupt kein Durchgang. An den letzten beiden Abenden haben wir uns noch für eine Opernaufführung und für ein Tanzdrama entschieden.
letzten Vormittag vor unserer Abreise Besichtigung einer Kunstgewerbefabrik, in der wie in unzähligen anderen des Landes kleine und große Kunstwerke geschaffen werden, die es in den China-Läden in aller Welt zu kaufen gibt. Besuch in einer der neu erbauten Wohnsiedlungen. Gemessen am westlichen Standard sind sie bescheiden. Gemessen aber an dem, was früher war, bemerkenswert. Die Menschen sind offensichtlich vergnügt, also anscheinend zufrieden mit ihrem Los. Schwer zu sagen, was uns hier so berührt hat. Vielleicht diese andere Auffassung vom Glück? Etwas geduldiger, etwas weniger gierig und etwas behutsamer. Flughafen Peking. Wir warten auf den Rückflug von einer Reise, die zwar unser Konto erheblich geschmälert, jedoch unser Leben unendlich bereichert hat.